Im heutigen Video geht es um den zweiten Teil des Narzissten, welcher ein perfekter Angler ist. Im ersten Video habe ich aufgezeigt, dass er Köder benutzt, um dich an seine Angel zu bekommen. Und im heutigen Video soll es darum gehen, was passiert, wenn du zugebissen hast. Das heißt, wenn du seinen Köder geschluckt hast, wenn du an der Angel bist. Ein ganz spannender Fakt, der sich daraus ergibt, weil dieses dein Leben nachhaltig und für immer beeinflussen kann und wird. Ich bin Hubert Hafner, Burnout- und Selbstwertcoach, Gründer des Deutschen Instituts für Burnout und möchte dich mit hineinnehmen in dieses, für manche ist es ein Spiel, aber für den Ernst, der dahinter steckt, wenn du an der Angel des Narzissten bist. Ja, Narzissten sind Menschen, die sich ein Opfer aussuchen. Und so ist es auch beim Angler. Der Angler will nicht einen ganzen Schwarm von Fischen. Er will einen Fisch. Er hat für seine Angel einen Fisch ausgedacht, der diesen Köder schlucken soll. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass ein Narzisst einen Menschen heraussucht, herauspickt, den er ködern möchte, mit dem er sein Spiel beginnt, den er an die Angel bekommen möchte. Alle anderen Fische merken das wahrscheinlich gar nicht. Die sind mit sich beschäftigt, sind im Schwarm. Ihr Leben geht ja normal weiter. Nur der eine Fisch, der an der Angel hängt, merkt, da läuft was schief. Ich bin nicht mehr das, was ich vorher war. Es ist jemand, der zieht mich zu sich. Und das ist etwas, das man sieht, wenn man den Köder geschluckt hat. Dann kommt der Angler und zieht jetzt an der Angel und holt die Schnur ein und zieht den Fisch immer näher zu sich. Und so macht es auch der Narzisst. Das geht nicht auf einmal, der zieht nicht einfach die Angel raus. Es kann mal sein, aber im Normalfall nicht. Sondern er beginnt langsam den Fisch einzuholen, zu sich heranzuholen. Der Fisch wehrt sich, kämpft und jetzt passiert etwas, das nennt sich in der Psychologie dieses On-Off-Spiel. Das heißt, der Angler gibt dann wieder etwas Schnur, lässt den Fisch etwas zur Ruhe kommen, um ihn dann wieder näher zu sich heranzubringen. Der Fisch denkt, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Freiraum, merkt aber nicht, dass er immer noch an der Angel ist und dass eine Taktik des Narzissten ist, ihn mal loszulassen, wegzuschieben, um ihn dann wieder näher zu sich zu bringen. Das heißt, das Ziel des Anglers ist ja nicht, den Fisch noch weiter wegzulassen, sondern ihn dadurch in Sicherheit zu wiegen, um ihn näher an sich heranzubringen. So ist dieses On-Off-Spiel bei den Narzissten genau das gleiche. Sie ziehen, lassen los, aber ihr Ziel ist, dass du immer näher zu ihnen kommst. Was passiert gleichzeitig? Du wirst von den anderen Fischen, wenn der Angler dich herauszieht, isoliert. Das heißt, du kommst immer weiter weg von dem Fischschwarm, wenn du in einem warst, von den anderen Fischen und kommst immer näher zum Angler, zu dem Narzissten. Das nennt sich in der Fachsprache dann Isolation. Das heißt, der Angler, durch das, dass er sich zu dir zieht, zu sich zieht, isoliert dich von den anderen Fischen. Und so ist es auch in dem Leben mit einem Narzissten, wenn er dich zum Opfer hat. Er möchte dich von den anderen isolieren, er möchte dich aus der Gemeinschaft herausholen, aus der Familie, aus deinem Freundeskreis. Er versucht dich herauszuziehen, immer näher zu sich zu bringen. Und das kennen die Opfer von Narzissten, dass wenn sie am Ende dieser Beziehung aufwachen, dass sie merken, sie sind allein. Alle anderen sind weg, sie waren nur noch auf diesen Narzissten, auf diese eine Person fixiert. Alle anderen Freundschaften und Kontakte wurden auf ein Minimum beschränkt. Das nächste, was passiert, wenn dich der Angler dann an Land holt, dann holt er dich aus deiner gewohnten Umgebung. Das heißt, du bist Wasser gewohnt, der Fisch, und plötzlich ist er an Land und du schnappst nach Luft. Das ist so dieses... Jetzt hat er dich, jetzt merkst du, dass er dich hat, aber du kommst nicht mehr los. Das heißt, du hast jetzt keine Möglichkeit mehr, aus diesem Spiel herauszukommen. Das habe ich beim letzten Mal gezeigt, die emotionalen Erpressungen, die dann laufen, wenn die Köder
funktionieren, wenn du angebissen hast. Und auch hier ist genau das das Problem. Jetzt hat er dich in seiner Umgebung, jetzt hat er dich in seiner Hand. Du bist an Land und schnappst nach Luft. Und was haben Angler bereit? Natürlich einen Eimer. Sie wollen ja den Fisch nicht gleich umbringen, sondern sie möchten ihm eine gewohnte, für ihn gewohnte Umgebung geben, nämlich wieder Wasser, ein Eimer, wo Wasser drin ist, wo er wieder in sein Element kommt. Aber es ist nicht mehr der Teich der Freiheit, es ist der Eimer des Narzissten, des Gefängnis oder man könnte auch sagen, der goldene Käfig. Er bewegt sich jetzt in diesem Wasser, kennt dieses Metier, merkt nicht, dass es nur noch im Kreis schwimmt, dass es sich alles nur noch um den Narzissten dreht. Er dreht sich immer im Kreis, schwimmt im Kreis in seinem Eimerchen, der Fisch, und denkt, er hat es geschafft, er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Das Problem dabei ist, er merkt nicht, dass jetzt der Angler die komplette Kontrolle über ihn hat. Und so ist es auch beim Narzissten, er hat jetzt die komplette Kontrolle über das Leben des seines Opfers. Warum? Wer trägt den Eimer? Der Angler. Wer ist im Eimer? Der Fisch. Wer denkt, dass er in seinem Element ist? Der Fisch in seinem Wasser. Und so ist es beim Narzissten. Er hat dich in der Hand, er hat dich emotional auf sich komplett eingestellt und er bestimmt jetzt, wo die Reise hingeht. Und du denkst, das ist normal, du bist ja in dem gewohnten in der gewohnten Umgebung, mit dem Wasser, in diesem Verhältnis zu ihm. Aber du merkst nicht, dass du dich im Kreis bewegst, dass du dich um ihn herum drehst und dass er bestimmt, wo es hingeht. Nicht der Fisch sagt, wo der Eimer hin soll, das macht nur noch der Narzisst. Ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie das narzisstische System funktioniert, wenn du Opfer bist, dass du herausisoliert wirst, dass er versucht, die Kontrolle über dich zu bekommen mit diesen Methoden. Andere Fische merken das nicht. Sie wundern nur, dass du vielleicht verschwindest von der Bildfläche, dass du nicht mehr so oft da bist. Aber was sich in der tiefsten Tiefe dahinter verbirgt, ist ihnen nicht bewusst. Es ist auch nicht schlimm. Ich bin froh für jeden, der das nicht kennt. Alle, die es kennen, die wissen, von was ich rede und die kennen die Tiefe des Schmerzes und dieses Verlorensein, Krankheiten, all diese Konsequenzen, die aus diesem Gefangensein im Narzissmus, Gefangensein im Eimer ist. So kann einer, der Opfer ist, wirklich sagen, ich bin im Eimer. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du darfst mir gerne einen Daumen hoch geben. Du darfst den Kanal abonnieren, das Glöcklein drücken, du darfst das Video teilen, in der Hoffnung, dass viele das Spiel erkennen und rechtzeitig den Absprung schaffen, wieder von der Angel loskommen oder aus dem Eimer heraus. Das wäre mein Wunsch, ein Ziel dieses Kanals, dass Menschen aufwachen und dass sie aus dieser Gefangenschaft des Narzissmus herauskommen. Ich wünsche euch viel Kraft, hoffe, dass ihr stark werdet, wenn ihr es nicht schon seid, dass ihr einen Selbstwert aufbauen könnt, der trägt, und verbleibe mit einem lieben Grüßlein, euer Hubert Hafner.